Hallo und herzlich willkommen zum Aufbau und Inbetriebnahme des Intamsys FunMed HT Enhanced. Wir schauen uns heute an, was wir an dem Gerät noch installieren müssen und wie wir es in Betrieb nehmen. Viel Spaß dabei! Wir beginnen mit der Installation des Motors. Damit wir den Motor installieren können, öffnen wir erstmal die Türen. Der Motor wird über zwei Schrauben am Druckkopf befestigt. Und vergesst bei der Installation nicht dieses Piekröhrchen, dieses sorgt dafür, dass das Filament von dem Motor direkt in das Hotend geleitet wird. Damit wir den Motor mit dem Board verbinden können, müssen wir die Düsenabdeckung abnehmen. Damit wir ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten haben, bewegen wir den Kopf nach ganz rechts und dann stecken wir das Kabel vom Motor direkt auf das Board. Nachdem wir die Abdeckung wieder installiert haben, müssen wir als letzten Schritt lediglich die Glasplatte installieren. Dafür nehmen wir die Glasplatte und richten die Magneten entsprechend der Markierung aus und legen die Glasplatte in den Drucker ein. Jetzt, da wir alle Vorkehrungen getroffen haben, können wir das Gerät einschalten. Bevor wir den ersten Druck starten können, müssen wir dafür sorgen, dass die Druckplatte auch vernünftig nivelliert ist. Dafür gehen wir in den Punkt Buildplate und haben die Auswahl zwischen manueller oder automatischer Nivellierung. Wir empfehlen auf jeden Fall, nach dem Aufstellen erstmals eine manuelle Nivellierung durchzuführen, da diese viel genauer ist. Für die manuelle Nivellierung wählen wir diesen Punkt im Menü aus und dann zeigt uns der Drucker mit Hilfe eines Assistenten, wie das Ganze funktioniert. Wir bestätigen dies und dann fährt die Druckplatte auf den Nullpunkt. Im ersten Schritt müssen alle Schrauben unter der Druckplatte komplett festgezogen werden, damit wir etwas Spiel haben und die Platte bewegen können. Wenn wir das getan haben, bestätigen wir diesen Schritt. Wir beginnen die Nivellierung mit der hinteren Schraube. Wir lösen die Schraube langsam, bis wir einen kleinen Widerstand merken und wir die Düsenspitze in der Fühlerleere merken. Aber Achtung, auf der Rückseite befindet sich auch ein Magnet. Wenn wir zu weit an diesen kommen, kann der das Ergebnis etwas verfälschen. Wenn wir den Abstand an dieser Schraube korrekt eingestellt haben, können wir in den nächsten Schritt gehen. Wir wiederholen das jetzt an der vorderen rechten sowie an der vorderen linken Ecke. Jetzt haben wir alle drei Schrauben eingestellt und gehen weiter. Dadurch, dass wir jetzt die vorderen Schrauben gelöst haben, hat sich die gesamte Druckplatte etwas nach oben bewegt. Deswegen kontrollieren wir jetzt nochmal die hintere Schraube, ob der Abstand dort auch noch stimmt. Bitte beachtet, dass je nachdem, welche Materialien ich lade, welche Temperaturen ich arbeite, der Abstand zwischen der Düse und der Druckplatte sich nochmal verändern kann, da je wärmer das Material wird, umso stärker dehnt es sich aus. Deswegen müssen wir bei einem Materialwechsel auf jeden Fall immer noch Autobed Leveling aktivieren, um diesen Höhenunterschied ausgleichen zu können. Bevor wir die automatische Bettnivellierung durchführen, müssen wir einmal überprüfen, ob der Leveling-Sensor auch funktioniert. Dafür gehen wir im Menü unter dem Punkt Other Settings, nutzen dann entweder die Touch-Befehle oder den Drehknopf und gehen in das Untermenü Test. Dort scrollen wir auch wieder runter, bis wir den Leveling-Sensor sehen und wählen diesen aus. Jetzt heizt der Drucker die Düse auf ca. 200 Grad auf. Um zu testen, ob der Sensor wirklich funktioniert, nehmen wir den beigefügten Spachtel und drücken die Düse mit Hilfe des Spachtels nach oben. Wichtig nochmal, die Düse ist sehr, sehr heiß, bitte nicht mit der Hand drankommen, deswegen nutzen wir den Spachtel. Wenn wir die Düse mit dem Spachtel nach oben drücken, hört man ein kleines Klickgeräusch. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, bestätigt uns das Display auch, dass der Sensor ausgelöst wurde. Um das Autobed Leveling durchführen zu können, müssen wir erstmal auswählen, mit welchem Material wir am Ende drucken möchten. Dafür gehen wir einmal in den Unterpunkt Material. Dort können wir das Material auswählen und wählen bei uns im Fall ABS, da das das Material ist, was der Hersteller mitliefert. Wir bestätigen, dass die Druckplatte sauber ist und der Drucker heizt auf seine vorgegebenen Temperaturen auf. Jetzt ist das Gerät soweit vorbereitet. Wir müssen jetzt nur noch das Material laden und dann kann auch schon der erste Druck gestartet werden. Um das Material zu laden, gehen wir auf den Punkt Material und wählen dort
die Ladefunktion aus. Schiebt das Material nach vorne, bis ihr einen Widerstand merkt, dann wisst ihr, dass ihr am Extruder seid. Bestätigt dann, dass das Material geladen ist und geht in den nächsten Schritt. Die Düse wird nun aufgeheizt, damit das Material ordnungsgemäß gedruckt werden kann. Und wir sehen, dass das Material aus der Düse herausquillt. Wenn wir sehen, dass das Material aus der Düse kommt, bestätigen wir das auf dem Display. Und damit ist das Filament auch schon geladen. Um zu überprüfen, ob wir alles auch richtig eingestellt haben, müssen wir jetzt noch einen Testdruck starten. Dafür eignet sich vor allem der mitgelieferte Testdruck auf der SD-Karte. Wir führen zuerst die SD-Karte an der Seite des Druckers ein und können dann über das Druckmenü den entsprechenden Druck auswählen. In unserem Fall jetzt den ABS-Druck, der 7 Stunden ungefähr dauert.